Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 14. August 2014. Mein Name ist Norbert Giso. Heute haben wir einen sehr energiereichen Tag, weil neben der starken Feuerpräsenz der Planeten im Löwen auch der Mond im Zeichen Widder läuft, wie man hier an der gleichen Farbe erkennen kann. Auch ein Feuerzeichen. Das heißt, hier aus allen Rohren wird gefeuert. Mit dem Mond im Widder gilt es voranzuschreiten, voranzugehen. Hängt natürlich davon ab, wo wir hinwollen. Aber es gilt tatsächlich, diese Schritte nach vorne zu machen. Natürlich gibt es wie immer auch Gegenkräfte. Wir sehen hier, jetzt aktuell steht der Mond im Quadrat zu Pluto. Das kann zu tiefen Emotionen kommen. Und heute Nachmittag um 18.15 Uhr steht der Mond auf Uranus. Das ist auch eine sehr sprunghafte, aber nur kurz wirkende Energie. Der Mond wird morgen Nachmittag, also am Freitagnachmittag um 18 Uhr in das Zeichen Stier wechseln. Das bedeutet, morgen wird es dann schon wieder ruhiger werden. Heute wirklich der energiereiche Tag. Das hängt natürlich davon ab, wie wir mit solchen Energien umgehen können, inwieweit wir das nutzen können. Morgen, wie gesagt, dann der Mond wechselt in den Stier und Merkur, der Sonnenbegleiter, wechselt morgen Nachmittag in die Jungfrau. Merkur hier im 28. Grad des Löwen bewegt sich schnell von der Sonne weg. Und wie gesagt, tritt dann morgen die Jungfrau ein Erdzeichen, sodass hier die ersten Impulse gegeben sind, dann, dass es mehr in Richtung Ruhe und Verarbeitung geht. Heute aber nochmal richtig Energie nach vorne, die wir nutzen sollten, um das, was uns wirklich bewegt, auch umzusetzen. Wünsche uns allen, dass uns das heute gelingt und einen schönen Tag dazu und sage Tschüss bis morgen. Morgen am Freitag dann das Tageshoroskop mit den Aussichten zum Wochenende. Bis dahin alles Liebe und Tschüss.